Was gehört zu einem erfolgreichen Abend? Erstens, tolle Gäste. Zweitens, die passende Location. Und drittens, natürlich auch das Essen muss gut sein. All die drei Punkte haben wir gestern erfüllt beim ersten Friends Cup Charity Dinner im Roncalli Grand Café. Aber seht selbst. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Mein Name ist Jan Kaller, ich bin erster Vorsitzender des Friends Cup Fördervereins und freue mich, dass ihr alle heute hier seid. Für mich ist es natürlich immer ein richtiges Highlight, zu euch nach Hamburg zu kommen, weil ich diese Stadt liebe. Es gibt keine andere Stadt, außer Berlin natürlich, die ich so mag. Naja, und diese Location hier, das Grand Café Roncalli, hat natürlich einen ganz eigenen Zauber, dass man einfach diesem Zauber auch erliegen muss. Aber trotzdem geht es natürlich darum, dass man die Gäste glücklich macht. Und ich glaube, das haben wir heute ziemlich gut geschafft. Natürlich bin ich nicht alleine da. Ich habe zwei Leute, die mit mir gekommen sind. Und das Team vom Grand Café Roncalli hat dazu beigetragen, dass ich nur lächelnde Gesichter gesehen habe beim Rausgehen. Also auf ein neues. Herzlichen Glückwunsch für den wirklich tollen Abend. Sehr, sehr gelungen. Wir hatten viel Spaß. Ich glaube auch, also deine Versteigerungskünste kann niemand übertreffen, Sven. Du hast es so toll gemacht, so warmherzig, so witzig und so unterhaltsam. Und trotzdem hat man dabei die Ernsthaftigkeit nicht vergessen und nicht vor Augen verloren. Wunderbar, ich freue mich auf noch viele weitere Abende und herzlichen Glückwunsch. Also ich habe eins erleben dürfen heute Abend, wie das ganze Publikum, und zwar alle 120 Leute, dich abgefeiert haben, mein lieber Sven. Ich hoffe, du hast das auf Video. Dazu muss ich noch sagen, es war ein fantastischer Abend. Wenn einer Abende veranstalten kann, ist das Svenny Benny. Der kann das einfach. Wir haben hier viel Spaß gehabt. Hier waren unheimlich viele nette Leute. Hast ja auch nicht bei jeder Veranstaltung. Meistens bist du ja genervt und froh, wenn du nach Hause kannst. Die sitzen hier alle noch rum. Keiner geht. Woran liegt das? Weil es ein toller Abend war. Hast du noch Fragen, Sven? Also es war ein toller Abend. Das hatte ich schon mal erwähnt. Und wir werden das sicherlich wieder machen. Weil wir haben heute viel Geld eingenommen. Das lag einmal an der Versteigerung. Das lag aber auch daran, dass die Leute ja nicht wussten, was sie erwartet, aber trotzdem bereit waren, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben für die Eintrittskarten hier. Das Ding war ausverkauft. 120 Leute wurden verwöhnt. Kolja, der Nachtisch war nicht schlecht. Das hast du schon sehr gut gemacht mit diesem Popcorn. Ansonsten muss ich sagen, das Roncalli Café, da steckt sowieso Liebe drin. Immer wenn ich in der Innenstadt bin, esse ich hier Nusstorte. Das heißt, wenn ihr mich mal treffen wollt und mir was Gutes tun wollt, ladet mich bitte in der Mönckebergstraße im Roncalli Café zur Nusstorte ein. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die vielen Anfragen. Tschüss! Tja, ein gelungener Abend. Von vorne bis hinten wurde es hier mit dem roten Teppich empfangen. Gab eine schöne Friends Cup Fotowand, dann fantastisches Essen, fantastische Leute. Kolja Kleeberg,
hat gesungen und gekocht. Sven hat versteigert. Fantastische Leute, Hallo Pizza und Sparda Bank und alle anderen, die noch hier waren, haben für einen fantastischen Abend gesorgt, haben gespendet und haben somit ihren Teil dazu beigetragen, dass wir am 12.12. noch ein paar Euro mehr für mehr als eine warme Mahlzeit haben. Rundum gelungener Abend, habe ich glaube ich schon gesagt. Mir hat es mega Spaß gemacht, unser erstes Dinner. Ich freue mich aufs zweite Dinner, ne? Kann losgehen.